Ganz viele Bomben. Aua. Scheiße. Oh nein, ich darf nicht auf die Bremse treten. Oh. Okay. Das kriegen wir hin, ohne dass dann noch irgendwie die Zeit weiterläuft. Turbo Boost. Und? Nein, nein, warum ist er 4? Wie viel muss ich denn da noch weniger machen? Ja, fertig. Fällt nicht. Schade, das müssen wir also doch nochmal machen. Nicht jetzt. Aber vielleicht müssen wir es nochmal machen, wenn ihr da natürlich alle sehen wollt. Okay, wie viel ist bei... was? 4,5 Sekunden. Ja, nee. Machen wir erstmal das hier. Das sind die Verfolgerlevel. Aus dem letzten Teil, diese Lava-Scheiße da. Aber das sind jetzt nicht nur noch Verfolgerlevel, dass man nur noch von einem Viech wegläuft. Sondern da gibt es auch noch normale Passagen. Okay. Auf geht's. Diesmal ist es ein Triceratops, der uns verfolgt. Ei. Weg. Aber irgendwie ist er ganz schön lahm. Checkpoint. Aber jetzt so nach dem Spiel des zweiten und ersten Teils kommt das irgendwie so vor, als wenn dieser Teil ein bisschen langsamer wäre als die anderen. Kommt das auch so vor oder ist das irgendwie mein Hirn, was mich wieder mal täuscht? Weil ihr müsst wissen, mein Hirn, das verarscht mich gerne. Okay. Checkpoint. Mask. Die. Komm, danke. Und. So. Rabatabam. Ram. Ram. Okay. Hui. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon alle Kisten holen können, aber ich denke einfach mal nach. Yep. Checkpoint. Und. Okay. Ein Leben, schön. Ich habe echt wenig Leben. Ich weiß gar nicht, wie es kommt. Ist doch nur Orient Express, der Scheiße. Okay, das Bonuslevel. Wobei, mit den Kisten, das könnte doch hinhauen. 66 Kisten. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier noch an Kisten erwartet. 31, 14, dann sind es 45, dann fehlen uns noch 21 Kisten. Aber so, irgendwie rutscht der noch mehr hier in diesem Spiel. Okay, so. Ja. Nein, nicht. Okay. Krabbeln, krabbeln. Der krabbelt noch genauso langsam wie vorher. Hui. Merke ich gerade, dass meine Nebenhöhlen ganz schön verschleimt sind. Ja, es ist ekelhaft, ich weiß, aber vielleicht höre ich mich deswegen auch ein bisschen anders an. Okay. F. F. Epinephrin, Epinephrin. So. Ja, komm, sammeln wir mal alle Äpfel ein. So. So. Zack. Und der nächste Dino erwartet uns. Moment, 10 Kisten, 9, 8. Okay. Das ist ganz gediegen hier alles, ey. Lalalala, ich laufe vor dem riesigen Dinosaurier weg, der mich heimabs verschlingen könnte. Aber der Crash, der zeigt auch gar keine Angst mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kisten hier gezählt werden, die der Dino zerstört. Wenn am Ende eine fehlt, dann weiß ich mir in den Popo. Okay, okay. Jawohl, schön. Direkt alles geholt. Das heißt alles, aber alles, was ich jetzt holen konnte. Das ist doch schön. Sowas freut mich immer. Da brauchen wir auf jeden Fall einen roten Edelstein. Das ist gut. So, jetzt haben wir nicht mehr viel Auswahl, weil nach 5 Kristallen müssen wir den Endgegner machen. Ja, tanzen kannst du später noch genug. Und das ist jetzt Tiny Tiger. Im alten Rom. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatorenarena!
Jo, der weiß mit seiner Zeit auch nichts anzufangen. Ja, gut. Hallo, Neocortex. Und da ist er, die alte Drecksau. Und im Hintergrund, das Publikum, sie sehen alle gleich aus. Irgendwelche Wissenschaftler, keine Ahnung, die wir schon seit dem ersten Teil kennen. Lange, dünne Leute mit Brille. Sind für mich Wissenschaftler. So, das müssen wir jetzt noch dreimal machen. Aber jetzt kommen hier nämlich ein paar Löwen raus. Die können wir irgendwie alle kaputt machen. Sollte man können. Ich kann es scheinbar nicht. Okay, so. Wow, wow, wow. Ich springe immer dahin, wo ich war, als er aufgekommen ist. Deswegen dürfte der eigentlich nicht so schwer sein. Also ich hatte bei dem eigentlich noch nie Probleme. Aber wer mich kennt. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Warum bin ich denn so Gott wieder am schlechten Spielen geworden? Das ist ja unfassbar. Ey, früher war ich so gut. Ey, ich habe das Spiel das erste Mal gegen irgendeinen Kollegen gespielt. Und ich habe den dabei abgezogen. Die Zeiten sind vorbei. Ich werde alt. Ohne Scheiße, kann ja nicht sein. Hey. 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 Bam. Okay. Wieso denn? Wieso? Ich hab mich auf jeden Fall gedreht, du Kacko! Geh mal zum Friseur, du scheiß Löwe, ey. Warum kämpfen Löwen eigentlich für Tiger? Das sind doch voll die Konkurrenten und so ein Scheiß. Eigentlich gar nicht, aber ist mir auch gerade egal. Trotzdem soll ich nicht zusammenarbeiten. Ach, komm, weg, weg. Warum habe ich denn jetzt so Probleme? Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich noch nie ein Leben bei dem verloren. Vielleicht beim allerersten Mal spielen. Weil ich nicht wusste, was auf mich zukam. Aber jetzt direkt zwei Leben. Hallo? Ist doch nicht normal. Das ist der erste Endgegner. Ich stelle mich gerade auch echt verdammt blöd an. Ey, meine Fresse. Das ist doch nicht so schwierig. Nein, ich lade die Videos nicht hoch. Natürlich tue ich das. Aber ist mir egal. Ist mir gerade alles egal. Fick dich. Wieso krieg ich das denn nicht hin, den Affen zu töten? Da, ey, das ist doch nicht so schwer. Jetzt sind nur Kacklöwen. So ist es denn erst bei den späteren Endgegnern aussehen. Ey, ich werde nicht mehr. Ich reg mich gerade so dermaßen über mich selbst auf. Es ist ja echt kein schwerer Endkampf. Also Bosskampf. Wir sind grüne Löwen. Weg. Ja, du Wichser. Jetzt bist du tot. Es sei denn, du, weiß nicht, machst noch irgendeine böse Attacke. Okay, machst du nicht. Und hier haben wir unsere erste Fähigkeit. Yay! Nach dem Besiegen eines Bosses kriegen wir nämlich mal Fähigkeiten. Jetzt haben wir die super Bauchlandung. Für stärkere Bauchlandung drücke Sprungtaste und Kreis am höchsten Punkt. Okay. Ja, okay, da müssen wir uns zu Ende tanzen lassen. Ja, ja, ist gut. Jo, jetzt können wir schon in den zweiten Warp Room. Sauber. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Ich soll speichern? Nein. Ist doch sonst immer offen, oder nicht? Okay, jetzt können wir alle Level nochmal neu machen und sogar den Boss, wenn wir Bock haben. Aber das habe ich gerade nicht, nein. Okay, gucken wir mal hier. Was war hier nochmal der Endboss? Weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, genau. Dingodile, yeah. Können wir speichern? Na komm, wir machen noch ein paar Level. G-Wiz, nein. Ich will erstmal die bösen Level machen. Hänge mal. Oh, diese orientalischen Level, die sind so kacke. Okay, ein Motorrad-Level. Die haben mir mal Spaß gemacht früher. Tomb Time und. Haha, das machen wir zuerst. Weil das doof ist. Nein, das ist nicht doof, aber ist halt wieder so ein Tiger-Scheiß.